Aber warum baut sich denn dann hier? Wie kann man... Wo habe ich Wasserprobleme? Die haben... Oh. Da ist Wasser, da ist Strom. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt hier keine weiteren... Kann man... City Skyline... Far... Oh, du hast keine Zufahrt von der anderen Seite. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Shit. Oh, du bist ja gar kein Highway. Natürlich doof. Dasselbe Problem hier. Dasselbe Problem hier. Hä? Wird ja wohl doch noch möglich sein. So, das hat nur eine komische Form. Ich dachte, es wäre irgendwie hier eine Welle drin, weil hier beleuchtet war und da. Ja, gut. Da muss man einen Polizeiwagen und einen Müllwagen dahin fahren. Dann klärt sich das auch. So. Tatsächlich wollte ich hier mal. National Road. Warum nicht? Bauen wir, stellen wir hier hin. Und ich würde fast sagen, wir bauen einen kleinen Kreisel dran. Einfach, um es uns einfacher zu machen. Hier noch hinbauen.
Okay. So. Oh ja, Wasser. Who cares? Dann können wir es noch hier rausbauen. Da können wir dann hier unser... will ich alles hierhin verlegen? Ist schon verlockend, ne? Kann man... Ich frage mich, ob ich... Ich weiß nicht, vielleicht hilft's und... Forstgebiet erweitert sich. Ich habe keine Ahnung. Schade. Ja, wenn es funktioniert, ist gut. Oh. Sind das Mammutbäume? Giant Redwood, ja, Mammutbäume. Ich glaube nicht, dass das wirklich hilft. Immer noch im Negativen. Fangen wir mal hiermit an. Das Einzige, was wir hätten, wäre noch, dass die Uhren anschließen muss, um die Leute überhaupt herzubekommen. Ah, das ist so eine Sache. Oh ja, wunderbar. Und dann klinke ich mich einfach mal hier ein. Dich klinke ich quasi aus. Achso, ich muss ja jetzt eigentlich... ja, hier in die Gegend. Damit ich dann... sieht sogar ziemlich parallel aus. Ja. Das muss der erstmal rausfinden. Okay. Auch nicht. Ich halt herziehen. Schick. Jetzt haben wir nochmal einen extra großen Loop. Oh, und die ersten haben... Ach nee. Oh, ich wollte schon sagen, die ersten habe ich gebaut, aber das ist natürlich dann falsch. Hier fangen wir einfach mal mit dem Gebiet an. Großzügig. Lärm? Ah. Metro, keine Leute diese Woche, was? Hä?
What the f... Action, Flying... Nee. So. Du raus. Du hast auf... Oh, shoot. Sag mir, dass hier alles verbunden ist. Hm, sieht so aus. Das heißt, ich muss die Seite nehmen. Wieso? Jo. Irgendwo muss hier doch eine Unterbrechung drin sein. Wenn die nicht hier lang wollen. Oder ist das tatsächlich noch dann der kürzere Weg? Aha. Hä? Okay, vergiss es. Das ist... Vier Star. What the hell? Nee, warte, ich kann's ja so machen. Ich lösche den Stopp. Und den? Ah, und ich muss ihn neu setzen, weil der war auf dem falschen Gleis markiert. Oh, ich habe die falsche Richtung an sich genommen. Damit. Okay. Ich habe die falsche Richtung an sich genommen. Habe ich, glaube ich, ein Problem. Ja, jetzt liegen die nämlich übereinander. Das heißt, Wohnen 2 kriegt eine neue Bahn, weil ich es vergeigt habe. Und zwar diese Richtung. Wieso habe ich die nie angeschlossen? Und warum sind die dann auch noch lärmkrank, wenn nichts in der Nähe ist? Ist ja dann auch lächerlich. Okay. Neue Station. Das würde auch erklären. Ja. Dann sind sie sich auch gegenseitig im Weg. Natürlich. Hm. So. Forestry. Hm. Ja. Wird so enden, dass ich das abreiße und ein ähnliches System wie da hinten baue. Würde ich mal drauf wetten. Ich gewinne Leute, ich verliere Geld. Ich. Hm. Sehr interessant. Der ist immer noch nicht dabei, aber ich würde behaupten, ein bisschen gestiegen ist es. Was dauert so lange? Holy shit. Hm. Dafür sind die immer noch munter dabei, den See leer zu saufen. Ich meine, man könnte theoretisch, wenn man wollte. Ich weiß ja jetzt ziemlich genau. Erstmal so. Kann ich das drüber legen? Yes! Groß. Jetzt müsst ihr...
Ich weiß nicht, habe ich jetzt die Wasserquelle versaut? Ich muss mal gleich gucken, weil wenn sich da gleich ein Dings wölbt. Sag mal. Ich kann doch jetzt. Aha! Public Service Vehicle. Okay, wunderbar. 2 von 27, 2 von 15. Aber das sind nur die, die zurückkommen, ne? Von sonst wo und dem Arsch der Welt. So kriege ich alle. Theoretisch. Ja. Es fahren schon einige. Gucken. Weil jetzt fahren überall. Sind zwei Trucks rausgefahren. Pro Dings. Also wir haben anscheinend tatsächlich überall genug momentan. Irgendwie. Warum auch immer. Und das Touri-Viertel läuft ganz gut. Ich nehme mal an. Vor allem kann ich hier doppelt verdienen. Durch die Touris und durch meinen. Und dadurch, dass ich halt da mit meinen Gebieten halt noch verdiene. Hoffe ich einfach mal. Naja. Kriegen wir schon. Ich meine 500 Passagiere. Ich weiß nicht, werden nicht durchs Flugzeug kommen, aber hier sind auch 90 Passagiere. Also von daher. Wie schön die sich hier stauen. So, dann lass uns mal. Und du bist der einzige Weg hier lang. Und du der einzige dahin. Damit sollte sich das auf jeden Fall schon geklärt haben. Auf jeden Fall cool. Ich meine, es funktioniert nicht perfekt, aber der Stau ist nicht so. Sag mal, bin ich jetzt irgendwie doof oder ignorieren die einfach meine Fahrverbote? Die ignorieren einfach meine Fahrverbote. Aber weit kommen die eh nicht. Das ist sowieso der Hammer. Okay, ich glaube, ich muss noch die ersten hier zumindest noch mitnehmen. Einfach weil die sonst sagen, oh, ich fahre noch um die Ecke und dann ist da kein Verbot mehr. Ich meine. Technisch gesehen, aber das Problem ist halt, hier dürfen keine Privatfahrzeuge fahren, weil es einfach nicht geht. Ja. Sollte ich noch einen bauen? Eigentlich nicht. Ich habe zwei, die ankommen. Zwei Annahmestellen oder Verteilstellen. Und ihr habt genug Punkte zum Wechseln, dann könnt ihr allesamt hier lang fahren. Oh, ja. Hab die vergessen. Aber ihr habt genug Punkte zum Wechseln, dass ihr da abbiegen wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. So rum. 24 Leute. Ja. Wenn es denn dann so ist. Oh, dir fehlt Wasser. Okay.
kann natürlich auch sein, dass die ganze Kapazität vom den Müllwagen. Mal sehen, wie viel. Achso, das ist ja die falsche Ecke. Das ist auch die falsche Ecke. Damn! Ich verirre mich in meiner eigenen Stadt. 2, 2. 2, 2. Ich. Hey, wenn es nur zwei sind, ja? Wenn nicht mehr gebraucht werden. Kann ich da nichts dazu gegen sagen. So, Wasser dürfen wir eigentlich genug haben. Dann kannst du dich hier nicht beschweren. Trotzdem stapelt sich hier der Müll. Mal gucken, was die sagen, wie viel die haben. 2, 2. Einer. 2. 7, 2. Habe ich irgendwas im Budget verdreht, dass die nur zwei Wagen losschicken? Bin ich bescheuert oder was? 2, 2, 2. 2, 2, 2. Hä? Der muss doch mehr los haben. Ich verstehe es nicht. Da beschweren die sich, dass sich der Müll irgendwo stapelt und... Oh Mann. Vergiss es. Die ganzen hübschen Bäume reichen wohl nicht, um das Gelände weiter forstbetriebmäßig zu unterstützen. Schade. Ich meine, eine Firma hat sich ja schon gebaut. Jetzt haben sie sogar schon mehr gebaut. Okay. Naja. Ah, schöne Geldverschwendung, die ich da gebaut habe. Aber was soll's. Der ist aber momentan ja auch noch Geldverschwendung. Ich verstehe nicht warum. Ah, jetzt wollte ich ja nochmal gucken. Was passiert, wenn ich das weiterhebe? Ist nicht unbedingt die Mitte, sondern drumrum. Dann müsste die Wasserquelle doch sich auch heben. Weil wenn ich die Wasserquelle heben kann, dann würde ich die hochheben, einen Ring bauen und den dann füllen mit einem Damm und dann mit einem Kanal einfach hier irgendwo ableiten. Das wäre echt witzig, wenn das funktionieren würde, aber... Kann ich mit dem Building Props Car Surface Trees Nodes Segments. Guck mal hier. Ausgewählt und dann Align. Align Height. Toggle Underground View. Toggle Grid. Ja. Align Slope. Align as Group.
Hey, mal gucken, was der mir für ein. Geil. Mal sehen, was der macht, der. Modlist. Mal gucken, was da drin steht. Gott, der hat ja Mods bis zum. Ach du Schande. So, die haben das Licht auf der anderen Seite. Ich meine, theoretisch müsste sich es gehoben haben. Praktisch? Keine Ahnung. Ich bräuchte halt irgendwoher noch. Oh. Und schon sind wir voll. Ich meine, wenn ich das jetzt hier rundherum Stück für Stück hebe, machen wir mal ein bisschen stärker, müsste die Wasserquelle eigentlich hochwandern. Ist jetzt natürlich nicht. Gibt bestimmt irgendeinen Mod, wo man einfach die Wasserquelle rausfindet und sich greifen kann. Aber den habe ich nicht und eigentlich habe ich auch keinen Bock, mir den rauszusuchen. Und wenn es so klappt, nicht genug Erde. Schön. Fresse ich mich ein bisschen hier durch. Bin mal gespannt, ob die Wasserquelle dann einfach verschwindet oder. Was die dann anstellt. Weil das ist ja dann immer so. Das ist ja immer die Frage, was passiert. Welchen Effekt das Ganze hat. Oh. Hä? Oh, ich habe die Wasserquelle eingeschlossen.